Trifft die handelsübliche Abenteuergruppe auf einen Dämon, Golem, Elementar oder Magier, ist die Antwort in der Regel recht klar. Charge! Wenn die Gruppe auf einen Succubus trifft, ändert sich die Situation allerdings ein wenig. Die Figur des Succubus, in männlicher Version Inkubus, wurde im Mittelalter entwickelt. Die Bevölkerung versuchte, sich damit Sexualkrankheiten zu erklären, während die Kirche diese Figur nutzte, um den Sex außerhalb der Ehe als schlecht und bösartig darzustellen. Succubi und Inkubi ernähren sich von der Lebensenergie des Menschen, die sie während des Sexualaktes abziehen. Das heißt also, wenn ein Mann mit einer Frau Geschlechtsverkehr hatte und sich danach schwach fühlte, weil er sich irgendwas eingefangen hat, hat man das darauf geschoben, dass ein Succubus ihm die Lebensenergie entzogen hat. An und für sich eine interessante Idee, allerdings lässt sich das in einem Game-Konzept nicht unbedingt direkt umsetzen. Also versuchen wir das Ganze etwas jugendfreier zu gestalten. Schaffen wir erstmal das Technische aus dem Weg. Succubi sind eine Unterart von Dämonen. Das heißt, sie haben dieselben Resistenzen und Schwächen wie alle Dämonen. Was bedeutet, sie sind bis zu einem gewissen Grad resistent gegen gewöhnlichen Waffenschaden, außer zugefügt durch Silberwaffen oder magische Waffen, und sie sind anfällig gegen heilige Magie und heilige Objekte. Auch wenn Succubi, ähnlich wie Vampire, sich von der menschlichen Lebensenergie ernähren, haben sie sowohl innerhalb als auch außerhalb des Kampfes sehr verschiedene Aufgabenbereiche. Außerhalb des Kampfes wird ein Succubus höchstwahrscheinlich in einer menschlichen oder elfischen Form in einer Kneipe sitzen und darauf warten, dass sie einen Mann trifft, den sie auf ihr Zimmer mitnehmen kann, um sich dort von ihm zu nähren. Ihr könnt vielleicht davon und von der Beschreibung, die ich vorhin abgeliefert habe, ableiten, dass Succubi nicht unbedingt Nahkampfexperten sind. Wenn es zu einem Kampf kommt, werden sie sich in der Regel relativ weit hinten halten. Ihre primären Aufgabenbereiche sind Beschwörungszauber, Debuff-Zauber und nennen wir es mal Crowd Control. Damit das Ganze nicht so vage klingt, bringe ich mal ein paar Beispiele. Beispielsweise könnte ein Succubus einen niederen Dämon, wie zum Beispiel einen Imp, beschwören, um dann ihre Magie zu nutzen, um diesen niederen Dämon zu verstärken. Wenn man nicht unbedingt andere Dämonen mit reinbringen will, könnte der Succubus auch seine Magie nutzen, um die Spielercharaktere zu schwächen. Oder, was ein sehr lustiger Trick ist, sie könnte ihre Magie nutzen, um einen der Spielercharaktere so zu beeinflussen, dass er auf ihrer Seite kämpft. Natürlich dürfen die Trademark-Eigenschaften eines Succubus nicht unerwähnt bleiben. Diese Fähigkeiten bestehen zum einen darin, die eigene Magie zu nutzen, um dem Gegenüber Lebensenergie, also zum Beispiel Lebenspunkte, Mana-Punkte, Ausdauer und so weiter abzuziehen und sich selber wieder zuzufügen. Und die andere spezielle Fähigkeit besteht im, sagen wir, Glockenspiel, was die Charaktere so gefangen nimmt, dass sie sich gegen beispielsweise beschworene Imps oder besessene Kameraden nicht großartig zur Wehr setzen können. Hierbei ist es wichtig anzumerken, dass diese Fähigkeiten nur auf bestimmte Gegner wirken. Dass Konstrukte und Untot nicht betroffen sind, sollte klar sein. Aber was ich meine ist, dass Succubus in der Regel auf Männer wirken und Inkubus in der Regel auf Frauen wirken. Es gibt auch Ausnahmen, aber gehen wir nicht zu sehr auf die Materie ein. Einige von euch werden sich bestimmt fragen, warum ich beim Glockenspiel keine Magie erwähnt habe. Das liegt daran, dass dieses Glockenspiel in dem Sinne kein Zauber ist. Es ist einfach diese Eigenschaft der Succubi und Inkubi, dass sie so übermaßen schön sind und anziehend sind, dass man nicht gegen sie kämpfen will. Das heißt, es ist im Grunde eine passive Dauerbedrohung für die Spieler. Das heißt, man könnte es, wenn man will, so einrichten, dass die Spieler im Kampf mit einem Succubus oder Inkubus vor jeder Runde, die sie haben, einen Rettungswurf auf ihre Willenskraft zu kämpfen machen müssen, bevor sie überhaupt ihren Zug anfangen können. Das heißt im Grunde, wenn man diesen Rettungswurf nicht besteht, steht man die Runde einfach nur da und glotzt dem Succubus auf die Brüste. Das mag jetzt etwas kindisch klingen, aber im Kampf kann das sehr schnell sehr tödlich werden. Vor allem, wenn der Succubus sich denkt, ich übernehme jetzt mal die Kontrolle über den großen Typ da mit dem Turmschild und den kleinen fiesen Zwerg mit der schnellen Axt. Somit wären die Spezialmechaniken, die ein Succubus oder Inkubus erfüllt, im Grunde eigentlich durch. Es gibt noch ein paar Standardmechaniken, die man festlegen könnte, wie zum Beispiel, welche Größe sollen Succubi und Inkubi haben? Können sie fliegen? Haben sie irgendwelche natürlichen Waffen, wie zum Beispiel Zähne, Klauen oder Hörner? Können sie ihre Gestalt ändern? Aber das sind alles Sachen, die diesen Kerncharakter des Succubus und Inkubus nicht wirklich beeinflussen. Was noch interessant wäre, wäre die Gesellschaft von Succubi innerhalb der dämonischen Gesellschaft. Ich sehe hier zwei Wege, die man gehen könnte. Entweder haben Succubi und Inkubi, aber vor allem Succubi, aufgrund ihrer Fähigkeit, andere zu kontrollieren, also auch andere Dämonen zu kontrollieren, zu beeinflussen, eine sehr hohe Position, weil ihnen die anderen Dämonen im Grunde zu Füßen liegen. Das heißt, Succubi und Inkubi würden im Grunde wie Fürsten oder Fürstinnen dieser Gesellschaft leben können.
Die andere Möglichkeit wäre, dass Sukubi und Inkubi nicht die Möglichkeit haben, andere Dämonen zu beeinflussen, so wie sie zum Beispiel Menschen und Elfen beeinflussen können. Das hieße, dass sie in den Augen der Dämonen, vor allem wenn die dämonische Gesellschaft hauptsächlich auf Zerstörung und Kampf ausgerichtet ist, eine relativ niedrige Position haben. Das heißt, sie würden im besten Fall als irgendwelche Schleusenhüter, weil sie andere Dämonen beschwören können, gehandelt werden und im schlechtesten Fall einfach als Brutkästen missbraucht werden, damit man halt immer wieder mehr Dämonen an die Front schicken kann, um mehr Zerstörung anzurichten.